So, jetzt machen wir ein Schweinsfilet, das habe ich geschnetzelt, mit einer ganz einer wunderbaren Champignonsauce. Darf es nicht vergessen, Gary Koch, das Beste, kann man abonnieren. Also, heute machen wir diese Soße. Ich habe hier einen Kalbsschü. Das Rezept ist oben, wie man das macht, den Kalbsschü ist oben eingeblendet. Der ist warm gestellt. Und ich habe hier noch eine ungewürzte Rindsuppe. Kann man auch oben ganz genau, ist das eingeblendet, wie man das macht. Das wird nachher mein Aufgussmittel. Sahne habe ich vorbereitet, Champignon habe ich vorbereitet. Ich gebe jetzt hier das Schweinsfilet, das habe ich nur gesalzen und gepfeffert. Das gebe ich da jetzt rein. Das da alles schön gleichmäßig anbrät. Ja, schaut's her. So. Das lassen wir jetzt da ordentlich anbraten. Da geben wir etwas Hitze. Das ist jetzt wichtig, damit wir dann ein schönes Saftel kriegen, dass das wirklich ganz gut anbraten. Das braucht jetzt nicht 5 Minuten anbraten, das ist in 1-2 Minuten. Eine Minute ist wahrscheinlich kurz, aber in 2 Minuten ist das erledigt, dass man das dann schon wieder anfangen kann zum Umdrehen. Ja, das ist ja frisst ein bisschen, weil natürlich das Fleisch jetzt einen Fleischsaft abgibt. So, ich brauche auf zwei Seiten an. Ja. So. Das lässt man noch ganz kurz passieren. Jetzt geben wir das raus und lassen das hier auf dem vorgewärmten Teller, lassen wir das da schön ziehen. So schaut das aus. Jetzt leere ich das Öl wieder aus, mache die Pfanne wieder heiß, die Kasserolle wieder heiß. Hier haben wir wieder diesen Bratenrückstand, den schönen, und jetzt gieße ich auf mit etwas Rindsuppe, lösche das ab. Da kann man einen Gemüsefond nehmen, da kann man alles nehmen, da kann man auch einen Weißwein nehmen, was man als Aufgussmittel halt haben will. Und jetzt schaut es her, das lassen wir jetzt kochen. Wichtig ist, dass man im Aufguss auch schön die Bratenrückstände auflöst, weil die machen jetzt ein wunderbares Saftel. Und ich habe euch gesagt, ich habe noch nicht das Gewürz, da geben wir jetzt ein bisschen Salz hinein und noch etwas Pfeffer. So, dass wir da, mehr brauchen wir da nicht. Wir haben die Rindsuppe, die ist allerdings auch ungewürzt, da sehe ich, dass wir ein bisschen, das lassen wir jetzt ganz kurz reduzieren. Und jetzt machen wir was Besonderes. Dann machen wir da gleich Platz. Jetzt geben wir da noch Champignons rein. Die lassen wir nur in der Suppe jetzt ganz kurz mitziehen. Da schaut es her. Der Champignon ist so eine herrliche Sache für die Soße. Der gibt sehr viel Flüssigkeit ab. Ich lasse die Champignons hier aber nicht allzu lange, sondern wirklich nur, dass die heiß werden. Ist schon fertig. Die gebe ich jetzt hier einfach dazu. So, alles raus hier. Passt. Und jetzt, ja, natürlich ist da noch ein bisschen was drinnen. Jetzt gebe ich da hinein. Schön. Fangt gleich wieder an zu kochen.
Der ist auch ungewürzt, geben wir wieder ein bisschen Salz und den Pfeffer, das war jetzt umgekehrt rein. Passt. Und da tun wir jetzt eine ganz kalte Sahne dazu. Und wenn man jetzt das so machen würde, dass man das jetzt mit einem Pürierstab aufmixt, dann kriegt man sogar ein schönes Schäumchen zusammen, schaut her, weil die Sahne, die ist eiskalt. Und schaut her, wenn man das jetzt mit dem Pürierstab macht, dann hat man wirklich so ein ganz tolles Schäumchen. So fein kocht man heute nicht, aber so machen sie es im Restaurant. Seht ihr das? Freunde, 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 das schmeckt hervorragend. Und jetzt sind wir schon wieder so weit, dass ich sage, das gebe ich jetzt wieder retour. Lass das kurz durchziehen. Hier in der Pfanne. Schaut her. Einmal heiß werden lassen mit der Sahne. Soll es dann ja nicht mehr kochen. Dann hole ich schon die Teller. Und etwas Reis dazu. Schaut euch das an. Alles ausschalten. Und jetzt schaut, Schäumchen wäre noch drauf. Mit der kalten Sahne hätten wir da wirklich ganz einen tollen Schaum, der auch steht beim Servieren. Wir machen uns das jetzt einfach so. Schön raus aufs Teller. Jetzt schaut sich an. Das mit einem guten Reis. Genügt uns das. Da kann man natürlich jetzt dann reingeben. Ebenfalls wieder etwas Creme Fraiche kann man reingeben. Man kann selbstverständlich Petersilie, Kräuter, alle Kräuter, alle möglichen Kräuter reingeben. Mir ist es wichtig, dass ihr seht, wie einfach es geht, dass man sich daheim eine tolle Soße herrichtet. Das wischt man dann nachher weg. Gerne kocht. Das Beste ganz einfach. Abonniert meinen Kanal. Kocht es alles noch.